können wir noch was da trinken? Ne? Ach so, ja, klar. Ganze... Muss ich davon auch was probieren? Bitte. Oh, ich denke, ich fange das auf. So, einmal das Wasser. Oh, ich hole euch, glaube ich, nur mal ein bisschen Brot, ne? Ja, danke schön. Alles schon ausspucken, nicht runterschlucken. So. Müssen wir mal ins Krankenhaus? Auf jeden Fall. Ja, okay. Sie muss ins Krankenhaus. Es tut mir so leid. Komm, nee, lassen Sie gut sein. Lassen Sie den Arzt machen, gehen Sie einfach. Frau Lehmann, das könnte jetzt einmal ganz kurz brennen, ja? Aber gleich lassen die Schmerzen nach. Guten Tag, die Polizei. Wer ist denn hier, Frau Kessler? Hallo. Wer hat das? Ich bin das. Okay. Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Guten Tag. Ja, meine Kundin hier. Es tut mir wirklich so wahnsinnig leid. Wissen Sie, mit einer Entschuldigung kommen Sie ja nicht weit. Diese Frau hat meiner Frau Glassplitter ins Wasser gemacht. Dafür kriegen Sie richtige Schadenersatzklage. Und Sie bringe ich in Knast, wenn es sein muss. Verstanden? Nicht übertreiben, ja. Also, Frau Kessler, wir gehen am besten mal rein, dann können wir Sie mal ganz in Ruhe befragen. Ja, okay. So, was ist denn nun genau passiert? Erzählen Sie doch mal aus Ihrer Warte. Ja, also die Kundin hat da gesessen. Hier, ja? Ja, da sieht man das ja auch noch. Oh, ich kann da gar nicht hingucken. Ich hatte ihr ein Glas Wasser gebracht und dann fing sie an, Blut zu spucken. Da waren wohl Glasscherben drin. Ja, und wo haben Sie das Glas eingegossen? Ja, hier vorne, da steht dann noch die Karaffe. Aha. Dieser Karaffe hier? Ja. Ich würde Sie jetzt unbedingt ins Krankenhaus fahren. Ja. Die jetzt komplett verletzt im Mundraum und das muss auf jeden Fall im Krankenhaus. Und das alles klar, wir kommen nach. Alles klar. Gut, Sie können sich aber nicht erklären, wie die Glassplitter da reingekommen sind, oder was? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Eigentlich arbeite ich immer total sorgfältig. Ich weiß nicht, wie da Splitter reingekommen sein sollen. Gut, also da weise ich Sie trotzdem vorsorglich darauf hin. Es bleibt eine Körperverletzung, wenn auch nur eine fahrlässige. Weil ich gehe nicht davon aus, dass Sie das mit Absicht gemacht haben. Aber wir müssen natürlich diesbezüglich ermitteln. Und der Herr hat ja auch gesagt, er will Sie verklagen. Deswegen würde ich Ihnen raten, sich einen Anwalt zu nehmen. Es tut mir so leid für meine Kundin. Ich kann mir einfach nicht erklären, wie die Glasscherben da ins Wasser gekommen sind. Das ist der totale Albtraum. Noch am selben Abend geht Nathalie Kessler ins Krankenhaus, um sich bei Carina Lehmann zu entschuldigen. Sie ist immer noch geschockt und verzichtet erst einmal auf rechtlichen Beistand. Nathalie hofft, dass die Geschädigte ihre aufrichtige Entschuldigung annimmt. Ach, Frau Lehmann, hallo. Ich wollte mich gerne bei Ihnen entschuldigen. Wie geht es Ihnen denn? Nicht gut. Ich meine ganze Zunge und mein Mund ist zerschnitten innen. Oh Gott, das tut mir so furchtbar leid. Ich hatte Glück, dass es nicht meine Magen-Darm-Wand und meine Speiseröhre zerschnitten hat. Wenn ich irgendwas tun könnte, um das ungeschehen zu machen, ich würde alle Hebel in Bewegung setzen. Ich kann mir auch nicht erklären, wie das passiert ist. Das ist alles zerschnitten. Ich hätte heute eine Präsentation gehabt. Meine Karriere bedeutet mir alles und ich musste die absagen. Ich bin wirklich gekommen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Ich hatte auch gehofft, dass wir uns irgendwie einigen können. Deshalb sind Sie hier? Was? Einigen? Ja, ich möchte nicht, dass das vor Gericht landet. Sie werden nicht ohne Schmerzensgeld davonkommen. Ich merke schon, es hat keinen Sinn. Dann nehmen Sie doch bitte wenigstens die Blumen. Ja. Ich gehe dann mal besser. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Lehmann. Sie werden Ihren Laden dicht machen, das verspreche ich Ihnen. Ich werde alles daran setzen. Ich habe ehrlich gehofft, ich könnte das friedlich klären, aber die Frau Lehmann ist ja völlig aus dem Häuschen. Sieht so aus, als hätte der Polizist wohl doch recht gehabt. Mir kann jetzt wirklich nur noch ein Anwalt helfen, meinen Laden zu retten. Erst seit 2 Monaten betreibt Nathalie ihr kleines Bistro. Für ihren Lebenstraum hat die 36-Jährige einen Kredit von 10.000 Euro aufgenommen. Und jetzt muss sie um ihre Existenz fürchten. Deshalb hat die Jungunternehmerin gleich für den nächsten Morgen einen Termin mit ihrer Anwältin Ulrike Tasic vereinbart. Ja, sie hat mir ja schon ein bisschen berichtet. Ja. Was ist passiert? Oh, ich habe so große Angst. Die
Frau Lehmann will mich auf Schadenersatz verklagen und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Was ist denn konkret jetzt mit dieser Wasserflasche passiert? Ich bereite für meine Kunden immer so ein spezielles Wasser zu mit Ingwer drin. Und ich hatte ihr ein Glas angeboten, sie trinkt daraus und dann fing sie an, Blut zu spucken. Also es lief richtig so da raus. Ja, wie kann das denn passiert sein? Also bei der Zubereitung vielleicht? Also wie haben Sie denn diese Karaffe da vorbereitet oder das Wasser mit dem Ingwer? Haben Sie aus einer geschlossenen Flasche das? Ja, selbstverständlich. Das sind verschlossene Wasserflaschen, die fülle ich dann in eine Glaskaraffe und mache ein bisschen Ingwer rein. Mhm. Gibt es denn irgendjemanden, den Sie bemerkt haben, der an diese Karaffe, diese Wasserzubereitung, wie Sie sagen, da vorher rangegangen ist? Der die angefasst hat oder so? Haben Sie da jemanden bemerkt? Nee, ich weiß es nicht. Ich meine, ich hab viel Kundschaft und Laufkundschaft. Ich kenne die ja gar nicht alle. Es ist schon möglich, dass da jemand dran war. Aber wer soll denn sowas tun? Das macht man doch nicht. Sie haben jetzt keinen konkret gesehen oder so? Hat irgendjemand außerhalb der Öffnungszeiten Schlüssel zu Ihrem Laden? Naja, also meine Putzhilfe, Helga Dombrowski natürlich, die kommt ja jeden Abend, wenn ich schließe, und macht den Laden sauber. Naja, und Alisa, meine Tochter, die kommt manchmal nach der Schule, um sich ihr Taschengeld ein bisschen aufzubessern. Haben Sie irgendeinen Verdacht, irgendjemanden, der Ihnen Böses will? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht Timo, mein Ex, der hat es, glaube ich, bis heute nicht verkraftet, dass ich mich von ihm getrennt habe. Der hat mich 16 Jahre lang gehalten wie sein Hausmütterchen. Ich durfte ja gar nichts machen. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Der hat ja nicht mal einen Schlüssel von dem Laden. Wissen Sie was? Ich glaube, ich werde jetzt als erstes mal Ihrer Putzfrau auf den Zahn fühlen, der Frau Dombrowski. Vielleicht hat sie ja doch ein bisschen schlampig gearbeitet oder so. Ich muss mich einfach mal mit ihr unterhalten, gucken, ja, was sie sagt. Die ganze Geschichte hört sich meiner Meinung nach ganz stark danach an, als wollte meiner Mandantin jemand bewusst schaden. Warum auch immer. Ich werde jetzt erstmal mit der Putzhilfe, der Helga Dombrowski, sprechen, denn sie hatte zumindest außerhalb der Öffnungszeiten Zugang zum Laden und damit auch Gelegenheit, die Glassplitter in diese Flasche zu füllen. Die Rechtsanwältin will jeden Verdächtigen unter die Lupe nehmen und geht am nächsten Morgen in das Kaufhaus, in dem Helga Dombrowski heute putzt. Die Juristin kommt gerade dazu, als sie von ihrem Chef Kai Lange zurechtgewiesen wird. Wie oft musste ich Sie schon ermahnen? Ich habe meine Arbeit gemacht. Was kann ich denn machen, wenn irgendwelche Asi Toilettenpapier klauen? Also, ich lasse mir von meinen Angestellten nicht auf den Kopf rumtanzen. Darf ich Ihnen helfen? Nein, vielen Dank. Ich. Aha. Danke. Beim nächsten Mal ziehe ich eine Stunde vom Lohn ab. So geht es nicht weiter. Das können Sie nicht machen? Doch, Sie werden sehen, dass ich das machen kann. Also Entschuldigung, dass ich mich da jetzt einmische, aber Sie können wirklich Ihrer Mitarbeiterin nicht einfach so den Lohn kürzen. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber tun Sie mir einen Gefallen. Mischen Sie sich nicht in Angelegenheiten, die Sie nichts angehen, und halten Sie die Klappe. Jetzt ist also Feierabend, Sie wissen Bescheid, beim nächsten Mal eine Stunde weniger. Frau Dombrowski, ich bin Rechtsanwältin Tasic. Ich bin die Anwältin von der Frau Kessler, Ihrer Chefin. Ja, ich habe gerade keine Zeit. Sorry. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ungünstig vielleicht mit dem Ärger, aber es sind nur ein paar Fragen, die ich habe. Sie können auch ruhig weiterarbeiten, dann gibt es auch keinen Stress. Sie haben ja gehört, was in diesem Laden passiert ist, das mit den Glasscherben, ne? Ja, ja. Sie hat es mir erzählt, sie hat es mir per Telefon erzählt. Genau. Sagen Sie, können Sie sich vielleicht vorstellen, wer dahinter steckt? Also wer diese Glasscherben in diese Karaffe getan hat? Oder vielleicht waren die ja vorher schon da drin? Als ob es jemand extra gemacht hätte? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ganz ehrlich, Frau Kessler ist so ein toller Mensch, so eine tolle Arbeitgeberin. Mhm. Ich kann mir sowas nicht vorstellen, dass es jemand absichtlich gemacht hat. Sagen Sie, ich frage Sie mal ganz klar persönlich, haben Sie vielleicht Stress mit der Frau Kessler? Gibt es da irgendwelche Reibereien? Auf gar keinen Fall. Wie hier mit dem Lohn oder das ist da so mit Arbeitsleistung oder so? Auf gar keinen Fall. Also ganz ehrlich, ihm würde ich schon eine Glasscherbe im Glas stecken, aber der Frau Kessler würde ich sowas nie machen. Also es gibt überhaupt gar keinen Ärger, keinen Grund. Ich will Sie nicht verdächtigen, verstehen Sie? Aber ich verstehe jetzt schon. Ja. Nee, auf gar keinen Fall. Okay, und ansonsten haben Sie einen Verdacht? Gibt es jemanden, dem Sie das Ganze zutrauen würden? Ja, ich überlege die ganze Zeit. Das Einzige, was mir einfällt, ist eigentlich die Tochter, die Alisa. Die ist in der letzten Zeit schon ein bisschen sauer auf den Eltern, weil sie halt nicht mehr zusammen sind. Mhm. Aber die Kleine würde sowas auch nie im Leben machen. Auch wenn die Putzhilfe vorgibt, nichts Näheres über diesen Vorfall zu wissen, werde ich sie trotzdem weiter im Auge behalten. Denn es kann ja durchaus sein, dass sie mir noch irgendwas verheimlicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall als erstes noch mal mit meiner Mandantin über die Tochter Alisa sprechen. In der Zwischenzeit schaut Nathalies Vermieter Daniel Wiemers unerwartet im Bistro vorbei.
Die 36-Jährige fürchtet schon, dass er etwas von dem Vorfall mit den Glasscherben gehört haben könnte. Doch der Vermieter zeigt sich nur begeistert, was Nathalie aus dem ehemals heruntergekommenen Ladenlokal gemacht hat. Und hätte ich's geahnt, habe ich ihm was mitgebracht. Ein Geschenk? Ja. Tada! Vorher, nachher. Dass man auch eine Erinnerung hat, wie es hier vorher mal ausgesehen hat, ne? Super! Naja, als die Zeiten noch nicht so rosig waren. Ja, danke schön. Das ist ja klasse. Das kriegt natürlich einen Ehrenplatz hier, ne? Ja, wenn Sie es aufhängen möchten. Sehr gerne. Herr Wiemers, ich muss Ihnen da was erzählen. Hier gab es einen unschönen Vorfall. Also eine Kundin hatte einen kleinen Unfall. Ich hatte ihr ein Glas Wasser angeboten und da waren Glassplitter drin. Ist was Schlimmes passiert? Naja, sie hat sich die Wangen von innen natürlich so ein bisschen zerschnitten und die Zunge ist total angeschwollen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Und ich habe natürlich auch Angst vor den finanziellen Konsequenzen. Ich meine, wenn sich das unter den Kunden rumspricht. Ja, aber wegen dem Finanziellen, Frau Kessler, wir haben ja die Miete für die Renovierung auch 2 Jahre relativ stark reduziert. Also da sind Sie erstmal auf der sicheren Seite. Und wenn wirklich finanzielle Probleme auftauchen sollten, können Sie sich immer an mich wenden. Sie sind sehr freundlich zu mir. Ja, wir haben meinen Laden so schön gemacht, ne? Ja, es ist cool. Hallo. Ach. Frau Tasic. Hallo, Frau Kessler. Das ist ja super geworden. Dankeschön. Also, ganz ehrlich. Darf ich vorstellen, das ist mein Vermieter, der Herr Wiemers. Angenehm. Das ist meine Anwältin, Frau Tasic. Ich musste sie einschalten wegen des Unfalls mit dem Wasserglas. Ja. Ist das nicht toll geworden hier? Gefällt es Ihnen nicht auch? Ja, vor allem, wenn man weiß, wie es vorher ausgesehen hat. Ja. Gar nicht wiederzuerkennen. Das ist ganz toll. Ich meine, sie hat sich aber auch wirklich so viel Mühe gegeben. Ja, ne? Also, danke schön. Aber wie es vorher ausgesehen hat, apropos, erzählen Sie mir doch mal, wer war denn eigentlich hier vorher drin? Naja, der Laden stand ja erst mal ein halbes Jahr leer. Und davor waren so Künstler drin, sage ich mal. Ja. Also, man weiß ja, wie es dann aussieht, wenn Künstler was mieten. Ne? Ich frage deshalb, es gab ja diese Probleme mit diesen Glassplittern. Ne? Sie haben Ihnen ja sicher davon erzählt. Ja. Gab es denn Probleme mit diesen Vormietern, als Sie dann raus mussten? Mussten Sie die zwangsräumen oder gab es da irgendwie Streitigkeiten? Nein, nein. Also sowas in der Richtung gar nicht. Es waren halt Künstler. Ne? Also, ja. Okay. Kann man sich ja darunter was vorstellen, aber dass sie jetzt groß Ärger gemacht hätten, nee. Okay. Nein, das kann ich nicht. Ja. Gut, dann ich muss los. Ich habe noch einen Termin, hat mich sehr gefreut. Angenehm. Okay. Gut. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Auch. Wiedersehen. Frau Tasic, also darf ich Ihnen irgendwas anbieten? Also, ich bin ein totaler Kuchenfan, aber figurbedingt, ich verzichte heute mal drauf. Quatsch. Dankeschön trotzdem. Warum ich gekommen bin, nochmal, Frau Kessler, ist die Frage, das Verhältnis zu Ihrem Ex und der Tochter Alisa. Gibt es da Probleme? Wie würden Sie es beschreiben? Erzählen Sie mir mal einfach was dazu. Ja, also, ja, Verhältnis. Ich habe ja kein Verhältnis mehr zu Timo. Ich habe mich ja von ihm getrennt. Ich meine, das habe ich Ihnen ja alles schon erzählt, wie er mich behandelt hat. Und ja, dann bin ich weg, bevor er mir meinen Lebenstraum hier zerstört. Und was macht er? Bändelt sofort mit seiner Sekretärin an. Das ist ein typisch Mann, ne? Ja. Und Alisa, wie geht die jetzt mit dieser Trennung um? Wie steht die dazu? Ja, ich meine, Kinder haben das ja grundsätzlich nicht gerne, wenn ihre Eltern sich trennen. Und Alisa ist ja gar keine Ausnahme. Nee, also die hätte es schon am liebsten, wenn Timo und ich wieder zusammen wären. Aber hey, das wird nicht passieren. Ja, verständlich. Aber wieso fragen Sie das? Haben Sie irgendwie... Na ja, ich meine... Ich bin natürlich jetzt, ich versuche jedem Detail nachzugehen, um hier hinter dieses Geheimnis mit diesen Glassplittern zu kommen. Ist ja schon sehr mysteriös, ja? Und es hat ja wirklich katastrophale Auswirkungen gehabt, die Kundin. Aber Alisa, die wird doch sowas niemals tun. Die wird doch nichts tun, um mir zu schaden. Ich weiß, dass Alisa darunter leidet, dass Timo und ich nicht mehr zusammen sind. Aber dass sie deswegen eine Kundin verletzt, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Auch wenn ihre Tochter sehr an ihrem Vater Timo hängt, ist sich Nathalie sicher, dass der Teenager ihr niemals schaden würde. Als die Bistrobetreiberin von einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt, freut sie sich auf einen ruhigen Abend. Doch Nathalie hat unerwarteten Besuch. Alisa, ich bin wieder zu Hause. Alisa! Hallo Nathalie. Timo, was machst du denn hier? Ja, ich war mit Alisa shoppen. Wir haben ein paar neue Klamotten gekauft. Also fühlt sich ja ganz wie zu Hause, ne? Ich mit einem Tee hat sich der Feine ja auch schon gemacht. Machst also, auch einen Tee? Nee, lass mal, danke. Was machst du hier? Ich meine, Alisa, die ist doch groß. Es hätte auch gereicht, wenn du die vor der Tür abgesetzt hättest, ne?
Naja, ich wollte dich aber auch sehen. Alisa hat mir erzählt, was bei dir im Laden passiert ist. Wie bitte? Ey, das geht dich überhaupt gar nichts an. Ja, was heißt, geht mir nichts an? Reg dich doch nicht so auf. Wusstest du übrigens, dass hier 2.500 Euro Zahlung auf dich zukommen? Ich habe hier mal deine Post aufgemacht. Wie, du hast... Was hast du? Ja. Du kannst nicht einfach meine Post aufmachen. Schau mal, was für ein Postgeheimnis gehört, ey. Wusstest du das? Das ist eine Schmerzensgeldforderung. Aber mach dir mal keine Sorgen, ich zahle das. Ich übernehme das für dich. Nee, lass mal. Also wirklich, Schmerzensgeld und so Verdienstausfall, das kann ich alles selber bezahlen. Ja. Geh du mal lieber nach Hause. Ja, wie willst du das denn machen? Du hast doch nicht mal eine Versicherung. Keine Haftpflichtversicherung, gar nichts. Wie willst du das denn bezahlen? Mir reicht das wirklich, wenn du den Unterhalt für Alisa bezahlst. Für alles andere komme ich schon auf. Ja, ich kann das einfach bezahlen. Du weißt doch, für mich ist das kein Problem. Die 2.500 bezahle ich dir einfach. Steck du mal das Geld lieber deiner Victoria-Sekretärin in den Hals, ja? Vergnüg dich ein bisschen mit der. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Mann, Mann, Mann. Ich bin zwar knapp bei Kasse wegen der monatlichen Kreditraten und der Miete, aber von Timo werde ich definitiv kein Geld annehmen. Ich will nie wieder von ihm abhängig sein. Die letzten 16 Jahre Ehe mit ihm, die haben mir wirklich gereicht. Als Natalie sieht, was für Sachen Timo Alisa gekauft hat, regt sie sich auf. In ihren Augen sind sie völlig unpassend für eine 16-Jährige. Alisa, ich bin nicht sauer auf dich. Ich bin sauer auf deinen Vater. Der muss doch wissen, dass ich dich mit solchen Klamotten niemals rumlaufen lasse. Ey, am liebsten würde ich ihm das ganze Zeug vor die Füße schmeißen. Seit du dich von Papa getrennt hast, bist du nur noch am Rummeckern. Das sagt Papa mir auch immer. Alisa, sag, ich muss dich was fragen. Die Glassplitter in dem Wasserglas. Bist du das gewesen? Willst du mich verarschen? Nein! Warum steckst du mir so eine Scheiße in die Schuhe? Ich hab damit nichts zu tun. Ach Mensch, Alisa. Diese ganze Situation hier, das ist mit dem Laden und... Ach, vergiss es einfach. Nein, ich hab die Schnauze voll. Ich geh zu Papa. Der hat wenigstens verstanden, dass ich kein kleines Kind mehr bin. Alisa. Es war echt dumm von mir, Alisa zu verdächtigen. Also, sie wird mir doch nie sowas antun. Aber Timo, vielleicht steckt Timo ja doch dahinter. Zutrauen würde ich es ihm ja schon. Ich meine, so wie er Alisa gegen mich aufhetzt. Noch am Abend telefoniert Natalie mit ihrer Anwältin, um ihr von ihrem Verdacht zu erzählen, dass ihr Ex hinter der Tat stecken könnte. Ulrike Tasic will Timo Kessler so bald wie möglich auf den Zahn fühlen. Denn die Polizei hat bisher noch keine heiße Spur vom Täter. Für Natalie geht der Albtraum weiter. Denn nur 2 Tage später bekommt sie unangenehmen Besuch. Guten Tag. Guten Tag. Schneider mein Name. Ich komme von der Lebensmittelaufsicht. Ach so, ja. Guten Tag. Ja, uns wurde von dem Unfall berichtet, der sich hier zugetragen hat. Uwe. Und da möchte ich mir einfach mal ein Bild von Ihrem Laden machen. Also ich kann mir das gar nicht erklären, wie das zu diesem Unfall kommen konnte. Normalerweise arbeite ich immer sehr sorgfältig. Dann wollen wir mal. Den Kuchen, wie alle übrigen Lebensmittel auch, bitte immer abdecken. Ja, ich hatte vorhin noch eine Kundin, da hatte ich ein Stück verkauft. Das mache ich natürlich sofort. Was verkaufen Sie hier? Das sind selbstgemachte Chutneys und Marmeladen. Das ist nach dem Rezept von meiner Großmutter. Da fehlt aber die Zutatenliste. Also das müssen Sie bitte noch gemäß Vorschrift ergänzen. Ja. Oh, Entschuldigung, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich werde dann mal hinter die Theke schauen. Auch hier nicht abgedeckte Lebensmittel. Ja. Also normalerweise bin ich wirklich sehr gründlich. Ich kann mir das jetzt auch gerade nicht erklären. Bisschen staubig, das Regal. Na, und eine Abdeckung auf dem Boden, das geht natürlich gar nicht. Ja, die räume ich dann gleich weg. Hm. Ja, dann werfe ich normal noch einen Blick in die Kühlschränke. Mhm. Auch hier nicht abgedeckte Lebensmittel. Und die Temperatur im Kühlschrank ist ein gutes Grad über der vorschriftsmäßigen Temperatur. Also das müssten Sie bitte noch einregeln. Ja, okay. Ich weiß auch nicht. Ich werde das natürlich alles ändern. Also wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich komme in 2 Tagen wieder. Hier ist die Mängelliste und die müssen bis dahin die Mängel alle behoben sein. Sonst wird der Laden geschlossen. Ja, ich hoffe auch, ich habe mich da deutlich genug ausgedrückt. Ja, ich habe es verstanden. Ich werde mich um alles kümmern. Gut, bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Schneider. Natalie hat Angst, dass die Lebensmittelkontrolle ihren Laden schließen könnte. Sofort macht sie sich daran, die aufgelisteten Mängel zu beheben und bringt ihren Laden auf Hochglanz.
Plötzlich kommt Stammkunde Simon Dresen in den Laden. Doch kaufen will er nichts. Ach, hi, Simon, na? Ja, was na? Was ist deine Schatten schon alle? Nee, mit Sicherheit sind die nicht alle, also bei deinem Kakerlakennest hier. Was? Was für ein Kakerlakennest? Wovon redest du? Ich wollte auf ein Bewertungsportal und wollte dir da eigentlich was Gutes tun, aber boah, Alter, wenn ich daran denkst, tut mir echt leid. Du weißt, ich habe einen empfindlichen Magen. Ich kotze gleich wieder. Hast du nicht die Bilder gesehen, die über deinen Laden hier weltweit durch... Wovon redest du? Was für Bilder? Du willst mir jetzt nicht weismachen, dass du nicht weißt, was hier läuft oder was. Der ganze Laden, der klebt muss scheinbar. Also so eine Ekelbilder. Ich will mein Geld zurück. 11 Stück sind's. Ich habe schon nachgerechnet. Es ist doch total sauber hier. Komm mal mit, ich zeig dir ja, alles. Nee, du kannst dir wirklich sehr gerne alles angucken. Es tut mir sorry auch jetzt, wenn ich so sauer bin, aber ich ekel mich vor sowas. Ich will jetzt einfach mein Geld zurück. Ich habe jetzt auch nicht viel Zeit. Ich weiß, ich habe viel zu tun und sorry. Also, Simon, es tut mir leid. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wovon du redest, aber gut, wenn Guck du unbedingt Bilder willst. An, du brauchst nur deinen Laden googeln, die ganze ist alles voll davon. Also ich meine, das musst du doch auch wissen. Ich bin doch jetzt bestimmt nicht der Erste, der sich hier zu Recht beschwert. Doch, das ist mir jetzt völlig neu. Ich höre das zum ersten Mal. Aber gut, wie viele Schatten jetzt waren das? 11? 11. Das tut mir 38, echt leid. 38,50, ne? Denn, gut, dann kriegst du natürlich dein Geld zurück. So. Hier sind die 3,50 ja, und danke. Die 35. So, ja. Guten Weg. Ciao. Tschüss. Das wird alles zu einem totalen Albtraum. Erst die Sache mit den Glasscherben und jetzt diese Ekelfotos. Wenn das so weitergeht, dann kommen doch überhaupt keine Kunden mehr in meinen Laden. Ich werde schließen müssen. Und dann habe ich nichts außer einem Haufen Schulden.